Die Zeit während Weihnachten zu Hause zu verbringen hat irgendetwas Magisches. Man kann relaxen oder sich in einem guten Buch verlieren. Aber dafür brauchst du auf jeden Fall funktionierende Glühbirnen. Mal sehen, sieht so aus, als hätte die genug von Weihnachten. Ja, die ist nicht mehr zu retten. Hä? Ab mit dir in den Müll. Nee, jemand rette sie. Puh, die Glühbirne hat doch ihre Daseinsberechtigung, vor allem während der Weihnachtszeit. Wenn ihr noch eine tote Glühbirne habt, könnt ihr sie in tollen Schmuck verwandeln. Wickelt dickes rotes Band um die Birne, ungefähr so. Haltet es fest und steckt eine Art Unterlegscheibe wie diese auf den Körper der Glühbirne. Tja, passt perfekt. Jetzt malt ihr noch schwarze Augen mit einem Stift direkt auf das Glas. Und? Erkennt ihr es schon? Ja, es ist euer ganz eigener Mini-Schneemann. Ist der nicht süß? Oh, ich kann nicht fassen, dass ich den fast weggeworfen hätte. Tja, des einen Menschen Müll ist des anderen Menschen Schneemann. Okay, mein letztes Geschenk ist eingepackt und bereit zum verschenkt werden. Puh, Mann, das ganze Einpacken hat mich ganz schön hungrig gemacht. Und eine Dosis Koffein darf natürlich auch nicht fehlen. Oh, hey, Sophia ruft an. Hey Leute, was geht? Amy, kommst du zur Weihnachtsparty oder was? 5 Minuten, ich bin schon fast auf dem Weg. Oh Mann, ich war so beschäftigt mit Einpacken, ich habe ganz vergessen, mich fertig zu machen. Oh, ich frage mich, ob die Dinger in meinen Haaren genauso schick aussehen wie am Baum. Oh ja, jetzt wird's richtig weihnachtlich. Braucht ihr eine witzige Weihnachtsfrisur? Setzt eine Colaflasche auf euren Kopf und verdeckt sie so mit euren Haaren. Die Flasche darf natürlich nicht mehr zu sehen sein. Jetzt macht euer Haar am Deckel mit einem Gummi fest. Fangt an, euer Haarbaum mit einem Lichtkranz zu verschönern. Die Lichter sind ja meistens biegsam, also könnt ihr sie ganz einfach ums Haar herumlegen. Jetzt kommt der Schmuck. Macht den Schmuck einfach an Haarklammern und steckt sie in die Haare. Ihr könnt so viele oder so wenig verwenden, wie ihr möchtet. Okay, Amy, noch ein paar von denen und dein Kopf knickt ab. Und zu guter Letzt fehlt noch ein Schleifchen für die Haarbaumspitze. Die muss gut und fest sitzen da oben. Oh, sieht ganz schön schick aus, aber da fehlt noch ein bisschen Weihnachtsglanz. Mit coolen Weihnachtsbaumkugelohrringen ist das schnell geregelt. Ja, das ist die perfekte Frisur für die Weihnachtszeit. Ein weiterer lustiger Teil der Feiertage ist die ganze Action, die in der Küche stattfindet. Oh ja, das ist es. Moment mal, habe ich vergessen, Mehl zu kaufen? Ich muss hier irgendwo noch eine Packung haben. Oh oh, sieht aus, als ob Kevin in der Küche lauert. Oh, da habe ich aber nichts dagegen. Hey Kev! Schnell, lass dir was Kluges einfallen. Warum benimmt er sich denn so komisch? Oh nee, der hat ein paar von meinen Plätzchen geklaut. Mann, der Typ ist wie ein Fass ohne Boden. Und nur dafür werde ich ihm eine Lektion erteilen, die er nicht vergessen wird. Und wie könnte ich das besser machen als mit einem bisschen scharfem Wasabi? Gib das Zeug einfach in einen Spritzbeutel und dekoriere deine Kekse ganz normal. Ach, in Ordnung. Meine Arbeit ist erledigt hier. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis das Krümelmonster wiederkommt. Oh, Lillys Kekse sind fertig und ich wette, die sind noch warm. Oh, das merkt sie schon nicht, wenn ich mir ein paar davon schnappe, oder? Das ist warte mal. Warum brennt denn mein Mund so plötzlich? Ja, ich sag's dir nur ungern, Kevin, aber du hast gerade einen Mund voller Wasabi gegessen. Oh Mann, wer hätte gedacht, dass es im Dezember so heiß sein könnte? Das Abendessen ist da! Oh, danke, Madison, das sieht wirklich gut aus. Kannst du mir vielleicht noch einen Saft holen? Na klar, Jake. Oh, Madison, du kannst so ein Engel sein. Zeit zum Reinhauen. Warte mal eine Sekunde. Madison hat mir mehr Hühnchen gegeben als ich selbst. Weißt du was? Ich tausche mit ihr. Sie hat viel gemacht und verdient mehr Hühnchen. Hier, Jake, bitte sehr. Lass uns essen. Oh, das ist echt gut, Madison. Wo ist denn mein Hühnchen? Warum finde ich das denn nicht?
Was ist das denn? Ein Hühnerwunder? Warte eine Sekunde. Sie hat sich selbst mehr Hühnchen gegeben. Madison, suchst du danach? Jake, Herr, vielleicht können wir handeln? Auf keinen Fall. Das Hühnchen gehört mir. Sieht gut aus, oder? Und es ist alles für mich. Ich schätze, das ist einfach den Salat. Der schmeckt ja auch gut. Ja, ich wette. Sie wird es mir lieben, dass ich ihr schicke. Ja, ich bin wach. Aber ich bin so müde. Madison, ich bin hier nicht dein Kissen. Nee, ich bin wach. Ich muss nur wach bleiben. Vielleicht nur noch 5 Minuten. Madison, reiß dich jetzt zusammen. Ich bin mit meinem Telefon beschäftigt. Oh Mann, sorry. Musst du mich so anschreien? Madison, wie hast du... Wo kommt denn der Bär her? Hat der Bär mir gerade zugezwinkert? Habe ich Halluzinationen oder sowas? Okay, es ist einfach abgefallen. Das bringt mich auf eine großartige Idee. Okay, Madison ist wieder an ihrem Platz. Jetzt wird es Zeit, die Kulleraugen rauszuholen. Zwei aufs Heft, auf ihre Federtasche und auf ihren Stift. Ihre Hand ist auch gut. Und darf den Bären nicht vergessen. Erledigt. Der Streich ist vorbereitet. Oh, ist das die Klingel? Was? Wo kommen denn all diese Augen her? Sogar mein Stift schaut mich gruselig an. Boah, die sind ja überall. Alle beobachten mich. Jake, siehst du diese Augen? Boah. Oh nee, au. Mein Kopf. Jake, du Vollidiot. Erwischt. Wow, dieses Sandwich habe ich echt gut hinbekommen, wenn ich das so sagen darf. Och, hast du Hunger, kleines Kerlchen? Das schmeckt dir, oder? Na, sieht so aus, als hättest du einen neuen Freund, Olivia. Aber ja, wenn du eine Katze fütterst, erzählen sie es ihrer ganzen Clique. Oh, hallo zusammen. Ihr habt von meinem tollen Sandwich gehört, ha? Huh? Och, schaut euch mal diese kleinen Gesichter an. Wie könnte ich denen weiterhelfen? Wisst ihr was? Wartet mal kurz. Ich bin gleich wieder da, okay? Dieses Katzenfutter ist viel gesünder für die kleinen Kerlchen als meine Sandwiches. Und das Zeug hat auch nicht mehr gekostet, als ich für mein Mittagessen ausgegeben habe. Hier, Kätzchen. Na, habt ihr noch Hunger? Komm schon, kleiner Kerl. Ich beiß dich schon nicht. Na, sieht so aus, als hätte die Nachbarschaft ihren ganz eigenen Katzenflüsterer. Und bevor du dich's versiehst, wird eine Katze zu 3 und 3 werden zu 6. Mann, die hatten aber echt Hunger. Lustig, wie eine kleine Idee das Leben von so vielen verbessern kann. Auch wenn es nur kleine Kätzchen sind. Mann, das schüttet aber ganz schön. Hey, da ist ja mein Fahrer. Wird auch Zeit, ich ertrinke hier ja beinahe. Ach, nur noch ein paar Sekunden und ich bin in einem trockenen Auto. Hey, Mädel, willst du vielleicht meinen Regenschirm? Ich brauche ihn nicht mehr wirklich, da mein Fahrer hier ist. Ach, Mann. Mist, der wird dir nichts helfen, wenn er sich nicht öffnen lässt. Oh, ich schwöre dir, vor einer Minute hat es noch funktioniert. Oh, tut mir leid. Ach, na bitte. Versuch trocken zu bleiben, ja? Bis später. Hey, Olivia, willst du einen heißen Tee? Oh, Chai, mein Lieblingstee. Mann, all die guten Taten waren großartig, aber auch ganz schön anstrengend. Hä? Erwartest du jemanden? Ja, geh du mal gucken, Olivia. Ja, während du das tust, lege ich meine Füße hoch und genieße diese warme Tasse Tee. Oh, das ist gut. Hey, ich erinnere mich an dich. Bist du nicht der Typ, für den ich die Pommes gekauft habe? Wow, du hast einen Job gefunden? Toll, komm rein. Hey, komm rein, wir haben Tee auf dem Herd. Wow, sogar die Dame aus dem Park kam vorbei, um euch ein Weihnachtsgeschenk zu bringen. Ja, kommt nur rein. Herzlich willkommen. Ja, stellt sich raus, je mehr Gutes du tust, desto mehr Gutes kommt zu dir zurück. Na, Prost, Freunde.
Hey, warum machst du nicht deine Geschenke auf? Ich habe das Gefühl, sie werden dir gefallen. Na, Emily, was ist es? Oh Mann, das war doch nicht nötig. Ach, wie toll. Wow, woher kamen denn all die Geschenke? Wow, sieht so aus, als ob die Mädels die Worte des Weihnachtsmanns sehr ernst genommen haben. Ob Weihnachten oder mitten im Sommer, unterschätze niemals die Kraft einer guten Tat.